Genau dieses Super-Schurken-Auto, das wollen wir uns heute angucken. Vergesst alles, was ihr aus James Bond kennt. Dieser Toyota Hilux hier, das ist das eigentliche Super-Schurken-Auto Nummer 1 weltweit der ganzen Geschichte. Warum? Weil er so gut wie unzerstörbar ist. Und deswegen sagt jeder geneigte Warlord oder ein General, der sagt, Staatsreich, habe ich damit dabei. Oder du sagst, du willst ein bisschen durch die Wüste fahren und ein bisschen Tumult machen. Dann sagst du, Toyota Hilux ist genau das Schurken-Auto, was du brauchst. Wenn ihr auf sowas Bock habt, also nicht auf Staatsstreiche und durch die Wüste brettern, sondern darauf Bock habt, dass wir mal so, ich sag mal, Ranking-Listen machen. Ne? Top-10-Listen von die geilsten Schurkenautos der ganzen Zeit oder aller Zeiten oder die kleinsten Autos aller Zeiten, dann können wir das ruhig machen. Kommentiert mir das unten rein und dann wisst ihr genau Bescheid. In Zukunft gibt es immer mal wieder solche Ranking-Listen. Finde ich sehr spannend. Ne? Und damit ihr denkt, was macht er da eigentlich? Das hier ist kein Schießgewehr, sondern unser Einbeinstativ. Aber genau so habe ich euch in das Licht geführt. Und jetzt gucken wir, was kann dieser Invincible Toyota Hilux? Wir haben den Toyota Hilux hier als Double Cab und ganz wichtig in der Ausstellungslinie Invincible. Invincible, weiß jeder, heißt unzerstörbar und genau dieses Image hat sich der Toyota Hilux in den letzten 10 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet. Das Ding geht nicht kaputt. Jeder kennt wahrscheinlich den Top Gear Beitrag, wo sie das Auto vom Haus runtergesprengt haben. Das haben sie in Flammen eingesteckt, das haben sie mehr versenkt und trotzdem haben sie es immer noch geschafft, das Ding wieder anzuschmeißen. So Invincible ist er nämlich hier. Hier haben wir unter der Haube den 2,8 Liter Vierzylinder Diesel mit 204 PS. Der Testwagenpreis, so wie hier steht, liegt bei 57.560 Euro. Alternativen sollst du am Anfang natürlich auch wieder haben. Zwar haben wir da den Ford Ranger, wir haben den VW Amarok für euch und auch den Mitsubishi L200. Hier oben ist das Video, klickt da rein. Wer es gucken will, für den warte ich jetzt mal ein paar Minuten. So, die Minuten reichen schon und für die anderen geht es direkt weiter. Paff! So, dann gucken wir uns mal hier die mächtige Front an und die gefällt mir richtig gut. Schön bullig, schön kräftig, die zeigt das, was das Auto kann und dann ist sie auch noch simpel gehalten. Hier schön, guck mal hier, mit Hartplastik und sowas alles, kannst du mal eben gegentreten, muss er aushalten können. Und dann nur ganz, ganz leicht hier mit einer so einer Chromspange, die lasse ich nochmal durchgehen und dann ist es trotzdem noch das typische Toyota-Gesicht. Hier die dicken Lichter, die gefallen mir auch gut und vor allen Dingen bekommst du sie in der höchsten Ausstellungslinie als Voll-LED einfach mal so mit dazu geschenkt. Schauen wir uns den Brocken mal von der Seite an und was fällt als erstes auf. Es fällt gar nicht so schnell auf, man muss genauer hingucken. Wir haben hier jetzt bei dem Hilux ein verbreitere Radhäuser, etwas breiter alles. Beim Vorgänger ging es hier noch glatt runter und dann waren Verbreiterungen quasi als Hartplastik-Applikationen mit dran. Hier haben wir auch Hartplastik-Applikationen. Das hier, die komplette Rundumbeplankung, die kommt, weil wir die Invincible-Ausstattung haben, was dann eben noch mal etwas breiter ist zu dem regulären, was diese Version jetzt hier hat. Dann haben wir hier unten haben wir schön ein paar Alufelgen drauf, 17 Zoll, haben BFW Goodrich drauf, Reifen. Was mir nicht ganz so gut gefällt, also du kannst übrigens drei unterschiedliche Felgendesigns haben, Alufelgen, Alter, was soll er denn da los? Aber da lasse ich mich gar nicht mehr ablenken. Was ich immer geil finde bei so zornigen Offroad-Autos, da müssen Stahlfelgen drauf. Ne? Dieses Ding hier, wo ich gerade drauf sitze, achte euch hier nochmal runter, das nennen die bei Toyota Designbügel. Wie kann man denn bei so einem Auto so ein massives Ding hier Designbügel nennen? Das will ich doch hier haben, Überrollschutzbügel oder keine Ahnung, Arretierung für irgendwelche Schießwaffen. Das finde ich vom Namen her passt das nicht so. Optisch ist es geil, kostet aber auch, Achtung, 779 Euro Aufpreis. Lohnt sich aber auch, denn ich finde das Ding geil. Was sich auch lohnt ist, guck mal da unten, diese Anhängerkupplung. Ne? Die kann richtig was. Nämlich 3500 Kilogramm ziehen und sie funktioniert auch super als Tritt. Guck mal hier, geil. Kostet 545 Euro Aufpreis. Dann wollen wir die Höhle hier mal aufmachen. Achtung, das Ding hier ist richtig schwer. Ne? Wir liegen so, ich schätze mal, jetzt einfach mal hier so aus dem Arm raus, schätze ich mal bei ungefähr 35 Kilo. Und Achtung, tut jetzt ein bisschen weh. Das ist hier nicht mit irgendwelchen, sag mal schnell, wie heißen sie denn gleich, Paul, hier die Dinger? Richtstabfedern, dass das Ding hier sauber langsam runter geht, sondern paff, geht so runter. Die Dinger kannst du auch relativ einfach rausnehmen, haben wir auch schon gemacht. Was aber dabei letztendlich ein bisschen stinkig ist, ist Achtung, wenn wir das wieder hier anheben, guck mal hier. Das Ding schießt da so runter und wenn du dann da drauf gehst und irgendwie Gewicht drauf packst, dann liegt das hier auf und dann passiert was? Guck mal hier. Ne? Der schöne, schöne Lack, der wird langsam angegriffen. Wir waren das gar nicht, ne? Sondern das ist schon so gewesen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass auch da Paul nochmal zurückkommt. Guck mal hier oben rum, aua, ich bin mich an der Anhängerkupplung gestoßen. Hier oben haben sie ja auch so ein bisschen so einen Stoßschutz aufgeklebt. Ne? Sowas hätte man hier ja auch machen können. Viel, viel geiler, denn zerkratzt du nicht den Lack.
Obwohl ich sagen muss, ich finde so ein Auto, das gehört ja quasi mit Narben und Beulen. Ne? Wie ein alter Remover-Koffer oder eine alte Thermoskanne, da muss paff, 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 müssen dann Narben der Geschichte drauf. Das nur kurz am Rande. Hier nochmal aufgemacht, diese Ladefläche, da kannst du Kilogramm draufpacken, 1055 Kilo. Und groß ist das Ding, 1,52 Meter, 1,54 Meter rund, da kannst du ordentlich was draufpacken. Obwohl eine Europalette, die kriegst du nur auf eine bestimmte Art da rein, ne? Wegen genau hier diesen Dingern. So, und was noch gut ist, beziehungsweise was wir noch haben, ist nämlich ein Extra, was du kaufen kannst. Hier, Achtung, die Laderaumabdeckung. Guck mal hier, die ziehst du hier schön mal ran und dann sagst du, richtig was. Zack, ist das Ding zu, puff. Normal geil, aber Achtung jetzt, 2207 Euro Aufpreis. Da schließt du die Hände über den Kopf zusammen. So, hier hinten drin sitzt du mal gar nicht mal so gut. Ne? Das ist wahrscheinlich auch dem Auto entsprechend nur was für Geiseln, die man gerade mal mitnimmt. Das ist hier extrem eng. Ne? Ich drücke hier überall gegen mit meinem dicken Körper. Ich habe zwar hier noch so eine Komfortarmlehne, auch mit Cupholdern. Wenn die draußen ist, dann geht es einigermaßen, ist sie aber meistens nicht. Und außerdem hast du auch wieder nichts, wo du hier was rausziehen kannst, sondern musst mit den Fingern dahinter und die rausholen. Und grundsätzlich ist das hier bös eng in dem Auto und auch die Kopffreiheit schockt nicht, alles im Sichtfeld, alles ist irgendwie sehr, sehr eng. Wie gesagt, das ist was hier, wenn du jemand bestrafen willst. Ne? Auch die Beinfreiheit oder Kniefreiheit, da propagieren sie bei Toyota, wir haben hier jetzt 10 Millimeter mehr Kniefreiheit, Beinfreiheit, wo denn bloß? Ne? Und ein Zentimeter ist nur auch nicht so viel. Also hier hinten halte ich es nicht lange aus und deswegen gehe ich jetzt ganz schnell raus hier. So, hier, Hut ab im Toyota Hilux, ne? Einmal hier komplett durch, damit ihr den gleichen Eindruck bekommt wie ich. Und ihr seht schon, wie ich mich verrenken muss, damit ihr das hier alles sehen könnt. Es ist in diesem Auto hier erstaunlich eng. Ne? Das finde ich nicht ganz so gut. Was ich gut finde, ist, dass er optisch relativ hochwertig aussieht, aber eben auch nur relativ. Ne? Denn wenn man hier mal genauer hinguckt, hier die Belederung der Stühle, die ist noch ganz okay. Ne? Aber dann dieses Leder hier, es ist halt arschdünn, ne? Das ist so ein Mückenleder, das haben sie von der Mücke runtergenommen und dann hier Leder draus gezogen und dann hier die Nähte haben sie auch noch mit reingepackt, so Ziernähte. Dann haben sie hier an der Seite vermeintlich auch so eine Lederoptik reingehabt, ist aber alles Hartplastik und genauso hart fässt sich das auch an, hier hört man auch, ne? Und dann aber trotzdem hier auch aus Plastik Ziernähte reingesetzt, darunter eine vermeintliche Holzapplikation, da musst du erstmal drauf kommen und dann auch noch Chrom. Und Klarlack haben sie auch noch hier, so ein Klavierlack, also das finde ich richtig schön. Ich weiß immer nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Da schön bescheuert finde ich das. Ne? Hätten sie mal schön weglassen sollen. Grundsätzlich finde ich Plastik nicht schlecht. Gerade in solchen Autos finde ich das super, wenn es halt eigentlich reduziert ist und ich gefühlt da mit einem Messer irgendwie auf die Oberflächen gehen kann und keinen stört. Das hier, dieser Mix, ist, finde ich, echt schon ein bisschen schwierig. Das tut mir ein bisschen im Auge weh. Kommen wir zu den Ablageflächen und da erwarte ich mir in so einem Auto natürlich nicht nur genügend Ablagen, sondern auch welche, wo nichts durch die Gegend schüttelt. Und das gucken wir uns mal an. Als erstes fangen wir mal ganz freaky hier oben an, ist dein Brillenablagefach. Ja, ich finde das immer ein bisschen zu fancy und vor allen Dingen, guck dir das mal an, das schüttelt doch, das muss doch alles hier, guck mal. Das muss doch alles hier robust sein. Das finde ich, dass es da ist, ist gut. Wie es gemacht ist, nicht so gut. Hier, Handschuhfach gehen wir als nächstes mal bei. Da, Achtung, wenn ich hier öffne, dann fällt das hier mit so einer kleinen Verzögerung runter. Das ist halt gedämpft. Da frage ich mich, wieso machen sie das nicht auch hinten bei der Heckablage? Die ballert da runter, als wenn du einen Walfisch aus dem Flugzeug schmeißt. Und hier sagen sie, da können sie es machen. Guck mal hier. Ne? Von der Größe her okay. An der Seite hast du natürlich auch wieder, da kriegen wir es eingefangen. Tu es. Da. An der Seite hast du natürlich auch deine Ablagefläche und sogar so einen kleinen Cupholder, nochmal einen Ausschnitt. Dann hast du hier in der Mittelkonsole hast du ein kleines, nicht mal gummiert, das ist auch Hartplastik. Und hier hast du deine Cupholder, auch sehr, sehr simpel. Da gibt es dann hinten auch nochmal so eine Ablage, wo du was reinschmeißen kannst, dein Handy oder was weiß ich. Auch alles hier hört man Hartplastik. Hier hast du natürlich nochmal 1000 Knöppelis, kommen wir später nochmal drauf. Bei Allrad, hier hast du nochmal deinen Zigarettenanzünder, sage ich mal, oder 12-Volt-Anschluss. Ähnlich findest du das, aber noch viel geiler in der Mittelkonsole. Hier, guck mal, die machst du schön auf. Dann findest du ein vernünftiges Fach. Da auch wieder so ein Filz, ne? Was ist denn hier schon wieder los? Das haben wir doch im Outlander auch schon gesehen. Outlander, hier oben kannst du das Video reinklicken. Da ist auch so ein komischer Filz da gewesen. Wie kommen die denn immer da drauf? Und dann hier auch mit den offenen Schrauben.
hätte ich mir auch eine Gummiablage gewünscht, die ich vernünftig auswaschen kann. Und hier, das ist das, was ich meinte, nicht 12 Volt Anschluss, sondern hier richtig 100 Watt. Ne? 220 Volt hast du hier einfach mal mit drin. So, und viel mehr ist hier auch mit Ablageflächen gar nicht. Dann noch einmal, ich habe es ja eben schon so ein bisschen erwähnt, das Multifunktionslenkrad. Ich finde das eigentlich ganz gut gemacht. Ne? Hier hast du deine Multifunktionsknöpfchen und das ist hübsch aufgeräumt. Am Anfang ein ganz kleines bisschen gewöhnungsbedürftig und dann hast du nach der ersten Sekunde genau gecheckt, was hier los ist und kannst das wunderbar bedienen. Und was ich aber immer mag, hübsch aufgeräumt. Ne? Das kleine Ding da unten für Tempomaten und sowas alles benutze ich so gut wie gar nicht und nie. Aber wenn du es dann benutzen willst, ist am Anfang auch ein bisschen gewöhnlich und dann hast du dich relativ schnell reingefunden und kannst das wunderbar bedienen. Was wir uns angucken wollen, ist aber eigentlich das hier, das Kombi-Instrument. Achtung, ich halte mal so fest und mach mal an hier die Zündung, dann könnt ihr das sehen. Ach so, komm, mach ich mal ganz an. Ha, das übrigens, Achtung. Ich mache ja so einen Diesel-Sound. Ne? Da sehen wir halt also klassische Rundinstrumente. Guck mal hier nochmal ein bisschen den Licht wegblocken. So klassische Rundinstrumente. Innenseitig haben wir auch nochmal ein digitales Mäusekino, damit du auch wieder ein bisschen das Nötigste erkennen kannst. Ansonsten ganz klassische Rundinstrumente, die mechanisch hoch und runter gehen. Drehzahlmesser, Geschwindigkeit, Tankfüllung und Temperatur finde ich geil. Mache ich so leiden. Und überraschenderweise gar nicht mal so altbackend, ne? Finde ich okay. So, was ich eben gerade noch vergessen habe zu sagen, guck mal hier das kleine Mäusekino, das ist natürlich in Serie immer schon mit dabei, aber in Farbe, so wie wir es haben, erst ab der zweitniedrigsten Ausstattungslinie nach oben hin, Duty Komfort, da bekommst du die Farbe mit dazu. Das Ding bekommst du immer schön in Farbe und ist 7 Zoll groß. Wenn du es mit Navi haben willst, dann kostet das 590 Euro Aufpreis, Android Auto und Apple CarPlay hast du dann immer mit dabei und da auch die Bedienung, genau wie man das von Toyota kennt. Hier sind doch schön oldschool ein paar Knöpfe dran, das gefällt mir gut. Touchen kannst du das Ding aber trotzdem, ist von der Reaktionszeit ein bisschen langsam unterwegs, aber reicht vollkommen aus. Dann wollen wir uns hier nochmal, ich habe den Motor dafür ausgemacht, nochmal das JBL Sound System 9 Boxen hier nochmal zu Gemüte führen. Aber erstmal musst du zu Gemüte führen, was der Ofen hier kosten soll. Und zwar nur der Sound. Die Soundanlage kostet 1011 Euro Aufpreis. Was ist das denn für ein Negativ-Überhammer? Voll viel Kohle. Stellt euch Folgendes vor. Ne? Mit dem Hilux fahrt ihr quasi durch die Wüste und dann schlägt da die erste Bombe ein. Paff, da hinten die Cruise Missiles, Atompilz geht hoch und die Welt geht langsam unter und dann hörst du dir exakt dieses Lied an. Achtung! Sunshine, lollipops and rainbows, genau so machst du das doch hier, wenn du durch die Wüste bretterst oder irgendwo durch den Dschungel und dann links und rechts die Raketen explodieren, brauchst du genau dieses Lied. Was haben wir aber gehört, als wir eben angemacht haben? Wir haben gehört, dass es gar nicht mal so dolle ist. Da haben wir für viel, viel weniger Geld schon viel, viel geileren Sound bekommen. Ne? So, das Lied übrigens hier, Achtung, hier sehen wir Sunshine, Lollipops and Rainbows von Leslie Gore. Ne? Ein Titel, den ich nur sehr empfehlen kann. Und jetzt wollen wir mal losfahren und gucken, was das Auto wirklich kann. Schon sind wir unterwegs mit dem dicken Diesel, dem 2,8 Liter Vierzylinder Turbodiesel wohlgemerkt, mit 204 PS und 500 Newtonmeter. Ich finde ja das Geräusch hier, finde ich ja richtig geil, wenn der so nagelt, so brummig nagelt. Ne? Das mag ich. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, 500 Newtonmeter hat der Onkel hier maximales Drehmoment. Das liegt schon an, richtig geil. Bei 1800 Umdrehungen bis maximal 2800 Umdrehungen ist das voll da. 175 km/h kannst du mit dem Ding schnell fahren, willst aber gar nicht. Alles, was über 120, 130 ist, das tut schon echt ein bisschen weh. Und vor allen Dingen mit den dicken Puschen, diesen Allradreifen, den wir hier drauf haben. Das ist schon schwierig, willst also gar nicht machen. Der Verbrauch liegt bei von Toyota angegebenen, haben wir nicht selbst gemessen, rund 9,3 Literchen Diesel. Das ist bei so einem dicken Auto, finde ich, vollkommen okay. Wobei wir wissen, da muss noch ein bisschen was drauf geben. Was wir auch nicht selber gemessen haben, weil ich die Technik, die Messtechnik auch immer noch gar nicht habe, das sind die 0 auf 100 Sekunden. Die haben wir uns aber von den Kollegen von der Autobild mal geben lassen. Rund 10 Sekunden braucht er dafür. Und ja, ihr mögt schimpfen, ihr mögt ja
jammern, dass ich immer noch nicht selber messen kann und messen tue, aber dafür brauche ich ein paar mehr Abonnenten. Immer wenn ich ein paar Abonnenten mehr habe, dann kann ich ein bisschen mehr wieder fordern und sagen, pass auf, brauche ich auch für meine Beiträge. Ihr wisst also, was ihr zu tun habt. Aber ganz egal, ich wollte eigentlich darüber sprechen, wie das Ansprechverhalten des Motors ist. Also untenrum kommt er schon ganz gut, aber wenn du mal wirklich reintrittst, dann brauche er halt, ist aber natürlich kein Auto, womit du irgendwelche Drag Races machen willst, obwohl das eigentlich schon ganz geil wäre. Ne? Machen wir in Zukunft auch, also da schon mal Partyhut aufsetzen, da könnt ihr euch freuen drauf, dauert aber noch ein bisschen. Jetzt erstmal wieder zurück hier. Er ist also schon im normalen Verkehr und wenn du mal ein bisschen schleunigen willst, ein bisschen träge, liegt aber auch hier am Getriebe. Normal ist ein 6-Gang-Handschalter, wir haben hier 6-Gang-Wandlerautomatik drin. Ich bin hier schon im Power-Mode, das heißt, in diesem Modus ist dann alles nochmal ein bisschen geschärft. Ansprechverhalten vom Motor, Gasannahme und dergleichen mehr. Soll alles ein bisschen sportlicher sein, ist auch ein bisschen sportlicher, aber richtig sportlich kannst du mit dem Auto gar nicht. Eco-Mode hast du ja auch nochmal, dann ist alles ein bisschen effizienter, aber auch das eigentlich langweilig, willst du nicht. Was du mit dem Auto richtig willst, ist schön Offroad fahren, ne? Und das kann er auch wirklich gut. Du hast hier zuschaltbaren Allrad, du hast hier, guck mal, deine ganzen Allrad-Einstellungen, kannst du hier den Knopf rumdrehen. Du hast hier unten deine Sperrdifferenziale nochmal. Sperrdifferenzial übrigens auch serienmäßig komplett hinten 100% an der Hinterachse. Alles geil. Woher weiß ich das? Weil ich das Ding schon Offroad gefahren bin. Und zwar letztes Jahr, als der Toyota Hilux komplett neu vorgestellt wurde, da bin ich gewesen in einem schönen Offroad-Gebiet und habe vornehmlich aber selber gedreht, bin das Ding auch selbst gefahren. Und genau die Bilder mit ein bisschen Information sollst du jetzt bekommen. Richtig geil. Endlich kann ich mal bei einem Offroad-Auto auch ein bisschen was erzählen und weiß auch, wie es sich anfühlt, ich selbst gefahren bin. Geil, und hier sind schon die Bilder. Eins mal eben vorweg. Im Gelände ist es ganz wichtig, alles etwas langsamer anzugehen. Denn ich sag mal so, vorausschauend zu fahren ist über Stock und Stein ein bisschen kleines schwierig. Der Hilux hat nicht wie sein großer Bruder, der Land Cruiser, eine Frontkamera, die das Fahren im Gelände vielleicht ein wenig einfacher machen würde. Oder wie gar der Defender, hier oben ist das Video, eine durchsichtige Motorhaube. Aber der Kerl hier ist fürs Grobe gemacht. Damit du den Hilux schön durch die Sektion zirkeln kannst, liegt die Leerlaufdrehzahl bei 650 Touren. Gas, Lenkung und Stabilisationsprogramm passen sich den Umständen entsprechend an. Das funktioniert unfassbar gut und, weiß man, nichts ist unmöglich. Joa, aber der Bock ist auch lang. Enge Kurven müssen schon gut ausgefahren werden. Wenn's mal schräg wird, einfach in den Handschaltmodus wechseln und als Fahrer hast du jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim Hilux lässt sich die Differentialsperre an der Hinterachse einfach per Taste aktivieren. Allerdings braucht man die wirklich nur, wenn es richtig heftig wird und tatsächlich ein paar Räder in der Luft hängen. Sonst wühlt sich der Toyota einfach überall durch und bringt dich dank Bergabfahrhilfe in Minimalgeschwindigkeit wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Kommen wir auch nochmal zu den Assistenten, die hier drin sind. Man hat eben auch schon gesehen, hier bergab, damit richtig Neigung, geht super, weil du auch einen Bergabfahrassistenten hier drin hast. Du hast einen Bremsassistenten, du hast das Toyota Safety Sense mit Pre-Collision Assistent, das heißt auch Fußgängererkennung, du hast Verkehrszeichenerkennung und du hast auch einen Spurhalteassistenten. All das kannst du haben und je nach Ausstattung, je nach Aufpreis, was du halt eben reingesteckt hast, kostet es bis zu 390 Euro Aufpreis. Ich finde, ein vollkommen angemessener Preis für das, was du hier alles bekommst. Was ich hier bei dem Toyota Hilux schon ein bisschen überraschend finde, ist, dass er sich trotz der, ich sag mal, Abstriche, die man eben ob solch eines Fahrzeuges tun muss, sich relativ kommod fährt. Wir brauchen über, glaube ich, hier, Achtung, die Geräuschkulisse in dem Auto gar nicht sprechen. Aber du sitzt relativ bequem, du hast eine hohe Sitzposition, hast einen guten Überblick. Die Lenkung, die ist immer noch relativ direkt, wobei sie eher in Richtung weich tendiert. Rückmeldung hast du aber auch noch ein bisschen. Ich finde den Gesamteindruck des Toyota Hilux fahrend gut. Offroad kann er richtig was und auf den normalen Straßen, auch wenn du ihn eigentlich nur ab der Straße bewegen willst, ist er immer noch mit nötigem Restkomfort unterwegs und deswegen Gesamteindruck gut. Und die anderen Sachen, die ich gut fand, gibt es genau wieder jetzt, genau vermengt mit den Dingen, die ich richtig müllig fand an dem Auto. Für mich ein Flop ist diese Lagerraumabdeckung in Kombination mit der Heckklappe. Und zwar, Nummer 1 kostet sie 2207 Euro Aufpreis. Und vor allen Dingen, Achtung, ich will jetzt mal daran. Ne? Ich will das Ding jetzt mal öffnen. Dazu kannst du ja sagen, schließt du hier oben auf und ziehst einfach weg. Geht aber nicht, du musst erst das hier aufmachen. Jetzt sagst du, ich habe ja einen schönen Schlüssel, klick da einmal drauf.
öffnet sich das Auto, sagst du aber hier, geht nicht. Du brauchst in der Tat einen Schlüssel. Und den holst du quasi aus dem eigentlichen Schlüssel, holst du ihn raus, dieses kleine Ding. Dann steckst du ihn hier rein. Übrigens auch ganz wichtig, richtig rum reinstecken. So rum geht er nämlich gar nicht. Es geht nur in diese Richtung. Dann schließt du das mit diesem filigranen kleinen Schlüssel, der natürlich super zu diesem Auto passt. Schließt du einmal auf, so. Schließt du einmal auf. Schließt du einmal auf. Und dann sagst du, jetzt kann ich endlich hier mal dieses Ding zurückfahren. Kannst aber immer noch nicht, denn du brauchst einen weiteren Schlüssel. Komm, ich nehme mir kurz hier ab. So, du brauchst einen weiteren Schlüssel, diesen hier, um den hier oben aufzuschließen. Und wenn der aufgeschlossen ist, sagst du, ah geil, aufschieben, geht aber immer noch nicht. Dann sagst du, was ist da denn los bitte? Also Schlüssel weg und dann siehst du hier dieses Rückholband. Achtung Paul, da siehst du auch mal ganz geil, wie das da arretiert ist. Mit so einem Karabiner, den du in 100er Pack bei Amazon für 1,99 kriegst, hast du dann hier letztendlich dieses Ding. Und wenn man da drunter guckt, dann weißt du auch, aha, ich muss letztendlich drücken und in diese Richtung ziehen. Und dann kann ich ihn endlich aufmachen und auch wieder zurückziehen. Und das ist super schwer. Und wenn du ihn dann zumachen willst, dann musst du ihn... Hört man das, Paul? Warte. Jetzt wird arretiert. Guck mal, so auf. So zu. Und jetzt ist er arretiert, ist er nicht. Da, hast du es gehört? Ist doch super einfach, oder was? Ne? Für mich ein Top dieser 2,8 Liter Diesel. Ein schöner kleiner Vierzylinder, genau die perfekte Mischung aus Effizienz und trotzdem noch genügend Kraft, genügend Hubraum, genügend Drehmoment, um mit so einem Auto zornig Offroad zu fahren oder eben auch mal was wegzuziehen. Ne? Finde ich genau geil, genau passend. Nicht mehr, nicht weniger will ich in so einem Auto haben. Guck mal hier, diese Fußabtrittgeschichte, die finde ich nicht ganz so geil. Warum? Weil sie irgendwie nicht weit genug raussteht. Wenn ich mich da so draufstellen will, dann muss ich ja schon irgendwie hier als prima Ballerina trainiert haben, dass ich da nicht runterfalle. Also Tür auf und dann kannst du einigermaßen hier stehen. Aber dann wiederum alles Hartplastik. Wenn du schon so ein Ding bastelst, ne, dann entweder so weit raus oder einmal so weit raus, dass du vernünftig drauf stehen kannst und dann gerne auch nicht Hartplastik, sondern hier richtig irgendwie dickes Ofenrohr, Stahl, damit du das auch als Rockslider benutzen kannst, wie wir es im L200 gesehen haben. Für mich ein Top in diesem Auto ist der, ich sage mal, Kofferraum. Ne? Denn du kannst hier, Achtung, das Ding hier einfach mal kurz hochnehmen, dann kannst du es hier drum arretieren, so nämlich... So, und dann steht das Ding hier frei, geht mit diesem natürlich auch, wo ich drauf sitze. Und hier, guck mal, hast du an jedem Sitz so einen kleinen Haken. Da kannst du deinen Einkäufer ranhauen. 4 Kilo Zugkraft ist da drauf, ne? Oder maximale Tragkraft steht hier dran. Ne? Was ich nicht so geil finde, ist, wie man es eben arretiert. Guck mal hier, Paul, guck mal rum da. Das ist mir ein bisschen fingrig, hier mit diesem kleinen Knöpflein. Und dann musst du hier durch und da rum und der Knopf, das hätte man einfach klack mit irgendwas anderem arretieren können. Aber ansonsten eigentlich eine geile Sache. Die Gesamtanmutung des Innenraums, die ist für mich nicht ganz so geil. Eigentlich eher ein Flop. Warum? Weil man hier versucht hat, mit schicken Designelementen zu arbeiten. Weil man versucht hat, mit Fake-Applikationen wie Holz und vermeintliches Leder, was nur Hartplastik ist, Ziernähte zu arbeiten, um das Gefühl von Premium in das Auto zu bringen. Was für ein Unfug. In so einem Auto will ich harte, klare Kanten, Materialien, wo ich mal mit einem Besenstiel und mit einem Messer beigehen kann, wo ich abkärchern kann. Das will ich im Auto haben. Und wenn du schon sagst, du willst Premium haben, wie in der G-Klasse zum Beispiel, dann sollte Toyota sagen, pass auf, die höchste Innenraumausstattungslinie, die kostet eben ein paar tausend Euro Aufpreis und dann hast du wirklich Premium und echtes Holz, echtes Leder, dann passt das für mich wieder. So eher nicht. Das wiederum ist etwas, was mir sehr gut gefällt bei einem Offroad-Auto-Innenraum. Hier, Hartplastik, ganz simpel, simples Design und ganz, ganz einfach schaltest du hier dein Allrad dazu und hin und her. Jetzt spiegelverkehrt ein bisschen schwieriger, aber genauso brauche ich das in einem Auto. Simpel, klar, so will ich das haben. Mein Fazit zum Toyota Hilux Invincible mit Double Cab. Ich finde, das ist eine richtig geile Kiste. Aber ich mag ja auch Offroad-Autos und so zornige Autos, mit denen du irgendwelche Palmen niederwehen kannst, durch Wüstendünen durchrauschen kannst oder einfach mal durch eine Hauswand. Ne? So ein Auto ist Invincible. Achtung! Jetzt wollte ich gerade das hier zeigen. Geht immer noch nicht, das ist zu laut. Ne? Oh Mann, ey. Pass auf, jetzt müssen wir abwarten. Jetzt, Achtung! Ein reines, unzerstörbares Fahrzeug. Er ist nicht mehr so invincible wie seine Vorgänger, aber trotzdem kann der noch richtig was. Und vor allen Dingen, finde ich, ist der Preis, ich sag mal, gerechtfertigt. Ne? Wenn du halt ganz unten anfängst, also mit Single Cab, dann bist du bei rund 27.200 Euro in der Basis für das Auto. Das ist ja verschwindend gering heutzutage. Und mehr als die Basis würde ich bei so einem Auto eh nicht haben, außer den dicken Motor, den wir hier drin haben. Den willst du schon haben. Wenn du halt hochgehst, das Double Cab mit einem etwas besseren Motor drin, dann bist du schon bei rund
34.400 Euro. Und wenn du ihn so haben willst wie unser Testwagen, was ich nicht empfehlen würde, da würde ich ganz viel rausschmeißen, liegst du bei 57.563 Euro. Was sind deine Optionen? Ich will sie mal nennen, obwohl ich den eigentlich schon fast am geilsten finde. Du hast den Ford Ranger, der liegt bei rund 37.400 Euro. Da hast du noch einen viel dickeren Motor drin, kriegst du also was fürs Geld und bist eigentlich vergleichbar von dem, was du auf den Tisch legen musst. Beim L200 sieht es ein bisschen anders aus. Der kostet 33.600 Euro, rund auch als Double Cab. Und da hast du denn den kleinen 150 PS Diesel. Der passt gar nicht zu dem Auto. Du willst was Größeres, bekommst du aber nicht. Was du bekommen kannst mit größeren Motoren, ist der VW Amarok. Der kostet dann in der Basis, auch wieder mit dem Cab hinten dran, 41.000 Euro. Das ist schon eine richtige Ansage, obwohl richtig weit weg liegt er auch nicht. Und dann kriegst du halt eben wieder ein bisschen Premium irgendwie reingearbeitet. Will ich bei so einem Auto aber gar nicht haben. Ich will damit schön durch die Wüste brettern und quasi von Hamburg bis nach Shanghai. Und das soll mit solch einem Auto funktionieren, wie man hört. Er ist unzerstörbar. Ne? Unzerstörbar, genauso wie wir. Denn auch wenn wir immer noch nicht genug Abonnenten haben, hören wir einfach nicht auf damit. Ne? Und deswegen klickt da drauf auf die Videos und vor allen Dingen auf das schöne runde Ding da, damit wir mehr Abonnenten bekommen.